ist mitten in der Hölle und wir werden ihn rausholen. Wir vergessen unsere Freunde nicht. Zakajew. Imran Zakajew. Neue Mitspieler erscheinen, aber Macht findet immer einen Ort. Wir haben mit den Rossen gekämpft und geblutet. War eigentlich klar, dass sie uns dafür hassen. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben und ich dachte, wir wären das. Schaltet man einen Feind aus, finden sie einen noch schlimmeren Ersatz. Orte ändern sich. Der Grund, das Ziel. Feinde von gestern sind die Rekruten von heute. Beten wir, dass sie sich nicht plötzlich entscheiden, dich zu hassen und die Seite zu wechseln. Jeden Tag die alte Leier. Sie wissen, was ich suche, Sergeant Foley. Halten Sie die Augen offen. Eine neue Gruppe geht durch die Grube, Sir. Ich schicke Ihnen den Besten. Jawohl, willkommen zurück zu einem weiteren Projekt Modern Warfare 2 Remastered. Jetzt sind wir mit Private Ann unterwegs. Willkommen zu Abdrücken für Anfänger. Ja. Private Allen gibt uns jetzt eine kleine Vorführung und zeigt uns, wie das gemacht wird. Nicht für ungut, aber ich sehe schon jede Menge Leute hier aus der Hüfte feuern und ziellos um sich ballern. So verfehlt man nicht nur sämtliche Ziele, sondern das sieht auch scheiße aus. Genau, Private Allen, so. Zeigen Sie ihnen, wovon ich rede. Aber nehmen Sie die Waffe vom Tisch und feuern Sie auf die Ziele hinter Ihnen. Jawohl. Umdrehen und auf die Ziele feuern. Ja, einfach so, ne? Gesehen? Deine Kugeln sind in alle Himmelsrichtungen geflogen. Man muss das Ziel anvisieren, indem man ruhig ist und die Zielvorrichtung benutzt. Vor allem die Grafik. Private Allen, zeigen Sie unseren Freunden, wie die Rangers ein Ziel erledigen. Erst ducken, dann das Ziel mit der Zielvorrichtung anvisieren. Sieht einfach nur sehr gut aus. Mehr ist nicht dabei. Wenn das Ziel fallen soll, muss man die Zielvorrichtung benutzen. Wenn sich das Ziel hinter leichter Deckung befindet, benötigt man Waffen, die durch sie das Ziel treffen. Der Private wird das demonstrieren. Voll Mantelgeschosse, ne, Kollege? Zu guter Letzt muss man lernen, wie man eine Splittergranate wirft. Private Allen, nehmen Sie die Splittergranaten vom Tisch. Jawohl. Mit einer Granate kann man gleich mehrere Ziele ausschalten. Okay. Splittergranaten neigen dazu, auf abschüssigem Gelände zu rollen. Das sollte man beim Werfen bedenken. Gut. Danke für die Hilfe, Private Allen. Gerne, gerne. Jetzt drüber zur Grube. Jawohl. General Shepard will sehen, wie Sie den Kurs bestehen. Alles klar. Also dann. Wer will zuerst? Ich will sehen, was Sie so gelernt haben. Boah, das sieht schon heftig aus, ne? Ja, hier müssen wir schnell vorbei.
Ich glaube, hier oben waren die. Hier oben gibt es nämlich gleich Feinddaten. Wenn ich mich nicht täusche. Ach ne, dann war das doch drüben in dem Bunker. Oh. Da drüben. Die würde ich gerne noch einsammeln. Die haben wir im ersten Teil auch versucht, allein zusammen mit dir und zu überwickeln. Also fange ich da gleich mit an. Ja. Ey, wo sind die? Die waren noch hier. Ja, ja, ja. Schaut mal, ja. Ah, ja. Okay. Ja, ich hatte ja schon mal reingeschaut, ja, weil ich da irgendwie Probleme hatte mit Starten. Okay, dann habe ich die wohl schon, weil die liegen nämlich oben auf den. Oh, ey, da vorne. Einmal die Grafik und dann die. Genau. Okay. Alter, Alter. Jo. Also manchmal denke ich, Alter. Hey Private, willkommen in der Grube. Ich habe gehört, General Shepard will einen Schützen aus unserer Einheit für einen Spezialeinsatz. Er beobachtet uns von oben. Also nehmen Sie sich eine Pistole. Also die FPS-Drips eigentlich, der, also die beobachtet mal. Habe ich 60, mal habe ich 70. Mal sind es auch nur 40. Zum Gewehrwechsel. Ja, ja. Ach, muss ich das gut, nicht? Jetzt wieder die Pistole nehmen. Jo. Gesehen, wie schnell das ging? Nicht vergessen, zur Pistole zu wechseln ist schneller als nachladen. Für die Kameras lächeln und treffen. Shepard schaut zu. Der beste Schütze kommt in den Primadonna-Trupp. Also ich denke, wir werden... Das, was für Sie ist. Okay, gehen Sie rein. Die Zeit beginnt mit dem ersten Ziel. Falls wir das bestehen... Ich weiß nicht, warum wir nicht erste Wahl sind. Die Rangers können eigentlich alles, was die Deltas auch können. Klar. Aber egal, Mann, so sind sie. Wir sind nicht so geil, weißt du? Echt? Okay. Sehr gut. Wie ein echter Profi. Lauf zu Ihrem Team oder gehen Sie wieder rein und wieder. Ja, ich denke, das lassen wir so, weil auf Söldner hatte ich sowieso vor, wieder zu spielen. Weil, also wir werden das probieren, ja. Gut. Weil in, alle gehen Sie nach oben und treffen Sie die anderen. Bei den Söldner haben wir auch den besten Teil durchgespielt. Und ich schätze, dass wir das hier auch machen werden. Wenn es natürlich zu heftig alle Mann in die Fahrzeuge wird, dann wir rücken ab. Lassen wir das. Also ich habe ganz schöne FPS-Drops. So, zwischendurch. Aber was ich schon mal sagen muss, der Ladebildschirm ist hier deutlich schneller. Gut, Wir sind die mächtigste Militärmacht in der Geschichte der Menschheit. Jeder Kampf gehört uns. Weil das, was hier passiert, drüben zählt. Wir werden das nicht aussitzen. Die Beherrschung der Techniken moderner Kriegsführung macht den Unterschied zwischen Gedeih und Verderben eures Volkes. Wir können euch keinen Frieden geben. Aber wir können euch zeigen, wie ihr ihn herbeiführt. Und das, meine Freunde, ist mehr wert als eine ganze Armee aus Stahl. Sicher ist es wichtig, wer die größte Keule hat, aber viel wichtiger ist es, wer sie schwingt. Das war schon früher so, ne? Mit der Keule. Dies ist eine Zeit für Helden. Eine Zeit für Legenden. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben. An die Arbeit. Na, gucken wir mal, ne? Wer tatsächlich der Sieger ist, ne? Schauen wir mal. Oh, ich hab das so geliebt, ne? Die ersten Teile waren so gut von Call of Duty. Der wird gegen die Schnauze. Ich verfolge ihn.
1, 2, 15 Jäger, 1, 5 Meilen, Bereitschaft bei 3 Sierra, Nordwesten, Gebiet Knife, Ladung bei J-Dams und 2 Arms. Das war richtig gut. Auf der Brücke, andere Seite! In Bereitschaft! Weiter angreifen! Der war genau zu. Ich habe es bestätigt, Hunter 2-1. Angriff wird eingeleitet. Ziel erfasst. Hunter 2, Brücke errichtet. Es ist soweit. Zurück ins Fahrzeug, na los! Alter, die Mausen finde ich bei mir, die sind so aktiv, Alter. Ich schon nämlich gerade gewundert. Nein, wir sind unterwegs. Reden? Oh, na. Ich hab mich gerade schon nämlich gewundert, weil ich da unten. 10 Sekunden! Modern Warfare. Welches Gebäude ist das, Sir? Das große das, auf 1 Uhr! Hey Mann, welches Gebäude? Das große auf 1 Uhr. Hey Dave, welches ist es? Ist das linke oder das rechte? Das linke. Ist das nicht etwas eng für das Sonderkommando? Bird, wann hat Shepard ein Problem mit Gefahr? Ja, voll. Tatsache. Das wie im Wilden Westen hier. Roger. Auf die Gassen achten. Gebe Deckung. Drei Feinde auf dem Balkon auf 12 Uhr. Wahrscheinlich Milizkämpfer. Sind Sie bewaffnet? Nee, negativ. Noch nicht. Sie beobachten uns nur. Ja, ja. Chef, kümmern. Ich wette, Sie beobachten uns. Heißt nicht, dass wir auf sie schießen dürfen. Sieht sie jemand? Sieht sie jemand? Ich sehe überhaupt nichts. Alle Hunter-Fahrzeuge, hier ist Sergeant Foley. Bereit machen zum Angriff. Bereit machen zum Angriff. Feuer auf deren Richtung. Dann legen wir mal los. Da sind ein Haufen Feinde vor. Da sind sie alle fertig. Oh, Alter. Alter, einfach so random, aber richtig. Schaut euch das an.
Na gut, ich werde hier mal die Folge beenden und mir das mal angucken. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.